Heute muss die Anna wieder ran. Wir fräsen heute einen Antriebsmotor für einen Matador Holzspielkasten. Ich wurde von einem Bekannten gebeten, sein Sohn braucht sowas unbedingt. Und da es das nicht gibt, fräsen wir das halt. Verbauen tun wir so einen kleinen Motor hier mit Getriebe. Der ist 1:50 untersetzt und macht bei 12 Volt ca. 50 Umdrehungen. Ich denke, das sollte reichen für den Kleinen. Das Kästchen kriegt dann noch einen Schalter und einen Schalter für die Laufrichtung vorwärts, rückwärts und eine Anschlussbuchse für 12 Volt. Das Ganze muss ja auch sicher sein. So, wir haben jetzt die Nullpunkte angefahren und gespeichert. Jetzt machen wir die Absaugung dran. Ich stehe heute nicht so auf Staub. Wir fräsen heute mal mit Absaugung, auch im Video. Und dann gucken wir, was draus wird. So, der Saugschuh. Einfach ansetzen. Klammer zu. Fecht. Rüssel drauf. Los geht's. Vorsicht mit der Parkposition, weil die wäre jetzt hier über die Klammer gefahren. Huscht und Fräser. So, wir speichern jetzt die Parkposition an der Stelle, damit es da nicht drüber fährt. Speichern, Parkposition. Und dann tun wir es wieder starten und dann geht es los. So, dann schneiden wir die da raus und dann ist das toll. Die müssen dann noch ein bisschen ausgeputzt werden, die Teile. Jetzt gucken wir mal, ob das grob zusammenpasst. Da kommt der Motor hinten dran. Rumschneiden. Und dann passt es auch da rein.
So. Und auf der Rückseite das gleiche. Da muss ich die Bobbelchen noch ein bisschen wegschneiden und dann geht es. Ja, dann kommt das hier rein. Hier kommt dann der Schalter rein und die Stromanschlussbuchse. Und fertig ist die Motherbox. So, jetzt haben wir die zweite Seite auch noch ein bisschen ausgeputzt, dass es da zusammenpasst. Jetzt ist das rundherum zu. Das wird hier oben ein bisschen verschraubt. Die Stirnseiten werde ich verkleben. Nicht an den Deckeln, dass man es auseinandernehmen kann. Falls der Glamour das Ganze ein bisschen ruiniert. So, ich putze es jetzt noch fertig aus und dann schrauben wir das zusammen, machen den Motor ran, Kabel dran, Schalter dran, fertig. Und dann kann der Bub nächste Woche spielen. So, ein bisschen verschliffen. Ich habe jetzt nur die Stirnseiten verklebt. Also man kann dann die Deckel abnehmen, dass man da rankommt später. Kommen hier oben Schrauben rein. Und dann ist das schick. Lassen wir es trocknen und dann geht es weiter. Der Kleber ist inzwischen trocken. Und jetzt können wir das da zusammenschrauben. Hier kommt jetzt noch der Schalter rein. Stromanschluss. Und hier haben wir den Richtungsschalter. Ich verkabel das jetzt noch und dann mache ich das alles zusammen. Und da wird ein Deckel verschraubt. Und der zweite Deckel auch verschraubt. Dann kann man, wenn man einen aufmacht, kommt man alles ran. So, jetzt haben wir hier einen Schalter. Jetzt legt man noch die Versorgungsbuchse an und dann funktioniert das. Stromversorgung, Richtungsschalter. Steckt man da mal Strom dran. 12 Volt Steckernetzteil, ein kleines. Funktioniert. Das Ganze ist kurzschlussfest, verpolungssicher, damit der Kleber nichts ausstellen kann damit. So, dann kommen hier die Deckel drauf. Und dann ist es ein fertiger Block. Und dann kann er dann mit seinen Steinen hier, mit den Stiften, wie es halt bei Matador funktioniert, verstiften und irgendwo anbauen, einbauen, wie auch immer. Thank you.
Versuch dran gemacht. Aber so ein lustiger Motor, wie da drin ist, habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist ein Zwei-Phasen, Zwei-Kondensator-Motor mit Schalter. Die haben einen Namen. So ein geiler Flansch, oder? Hat nicht jeder.